Wir werfen einen Blick auf den Bundesliga-Tabellenstand und die Ergebnisse an diesem Wochenende. Allgemeine Tipps für bessere Sportwetten und Wetttipps per E-Mail auf xbet.tipps. Am Freitagabend trennten sich Hertha BSC und Schalke 04 2:2. Dortmund zementiert mit dem 5:1 Heimsieg gegen Hannover die Tabellenspitze und sorgt für den Rauswurf von Hannovers Trainer André Breitenreiter. Gladbach verschlimmert mit dem 2:0 Heimsieg die Augsburger Abstiegssorgen. 6 Tore im Südwesten, Freiburg verliert zu Hause 2:4 gegen Hoffenheim. Mainz gewinnt 2:1 gegen Nürnberg. Nürnberg führte zwischenzeitlich 2:1, doch der Videoassistent griff ein und ließ den Treffer nicht gelten. Nürnberg verliert das 6. Spiel in Folge und ist seit 13 Spielen sieglos. Leverkusen feiert unter Neutrainer Bosch den ersten Sieg mit dem 3:0 in Wolfsburg. Torreiches Unentschieden an der Weser zwischen Bremen und Frankfurt 2:2. Bayern München setzt sich erwartungsgemäß gegen Stuttgart mit 4:1 durch. Düsseldorf-Leipzig 0:4, das Spiel war bereits nach 15 Minuten entschieden, als Leipzig mit 3:0 führte. Die Statistik zum 19. Spieltag auf einen Blick: Es fielen sage und schreibe 37 Tore, 8-mal fielen mehr als 2,5 Tore in einem Spiel, 6-mal trafen beide und es gab auch 6 Handicap-Siege mit mehr als 2 Toren Vorsprung für den Sieger. Die meisten Tore fielen beim Spiel Dortmund gegen Hannover und Freiburg gegen Hoffenheim, nämlich 6 an der Zahl. Die Tabellenspitze ist ziemlich gedehnt. Dortmund führt mit 6 Punkten vor Bayern, dann folgen im jeweiligen 3-Punkte-Abstand Gladbach, Leipzig und Frankfurt. Dahinter punktgleich Hoffenheim, Hertha und Wolfsburg und erstmals auf der ersten Tabellenseite Leverkusen. Die untere Tabellenhälfte wird angeführt von Mainz und Bremen, die aber beide noch Kontakt zur oberen Hälfte haben. Schalke, Freiburg und Düsseldorf sind irgendwo im Nirgendwo. Der Abstiegskampf beginnt beim 15. Platz mit Augsburg, Stuttgart, Hannover und Nürnberg. Unsere Bundesliga-Tipps zum 19. Spieltag waren nicht die schlechtesten. 9 von 11 unserer Tipps waren richtig. Und auch unsere 3 Picks waren alle richtig. Also ein saftiger Gewinn an diesem 19. Spieltag. Allgemeine Tipps für bessere Sportwetten und Wetttipps per E-Mail auf xbet.tipps. Damit du keines dieser genialen Videos verpasst, abonniere einfach den Kanal und du bist auf der sicheren Seite.